bauen. Okay. Toll. Instabil. Anscheinend liegt es jetzt sogar. Sind die Probleme sogar im Internet. Momentan. Ich vermute, der Papa hört mich auch so wunderbar. Jo. Aber ja, der neue Router ist ja der beste, oder? Der sollte ja so stabil laufen. Die haben halt immer noch nichts gemacht. Soll ich dem Supporter-Team wieder mal anrufen? Na, so wieder eine Stunde in der Warteschleife, irgendwelche langweilige Musik, die sich ständig irgendwann zwischendurch mal wiederholt. Genau. An einer Stelle, wo man sagen muss, hä, wieso fängt er jetzt die Musik jetzt wieder von vorne an, obwohl die Musik noch nicht zu Ende ist. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine, es kann mal passieren, dass das Ding unstabil läuft, aber ja. Seit ich diesen Router habe, so wirklich flüssig lief es. Die wirklich permanent. Ich kann ja nachher mal nachschauen, wie viele Streams der schon von vorne begonnen hat. Wahrscheinlich kann es sogar sein, dass es mehrere sind. Ich finde halt schade, dass ich keinen guten Empfang habe, was mobiles Internet anbelangt. Also sonst könnte ich das ein oder andere aufs mobile Internet verlegen, aber das ist hier nicht gut. Aber lustigerweise, ich bin nicht der Einzige, der ja gerade Probleme hat, ein Gegner. Bei dem leckt es auch die ganze Zeit. Wow, das Sorry kommt gefühlt eine Ewigkeit später. Ja, der Papa Bär, der steht einfach nur da. Nein! Ich höre nur Nein, aber ich weiß auch nicht. 17 Sekunden vor Schluss, 1-1. Achso, es sind noch 17 Sekunden, von dem kriege ich auch nichts mit. Oh. Momentan läuft Discord auch so super bei mir. Ja, der Ball rollt immer noch weiter. Yay! Er ist auf der Linie. Ah. Oh. Ich hoffe, er hat ein Tor geschossen. Ja. Ich sehe nur die Wiederholung noch nicht. Ah, jetzt. Aber das Stream läuft bei mir auch extrem weit hinterher. Ey. Das sind irgendwie gefühlt 20 Sekunden.
Das macht halt nicht viel Sinn. Bei Rocket League nicht. Ja, hey, ich habe einen 40er Ping und es läuft nicht mal flüssig. Naja, dann sollten wir es aufgeben. Wie ich ja gesagt, bei Rocket League ist es halt enorm. Jetzt habe ich noch Frames Drop. Ja, gut, vor 2 Minuten. Ja, schön. Also, Streamlabs ist halt auch am Reklamieren. Ich weiß halt nicht, wie es in Sea of Thieves dann läuft. Wahrscheinlich auch nicht besser. Ich weiß aber halt. Wenigstens mal versuchen, einen Router neu zu starten, dass er sich dann wieder fängt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gleich null bei dem Ding. Aber versuchen kann man es natürlich. Naja, dann bin ich halt. Machen kannst du ja heutzutage nicht mehr. Hm? Du kannst ja nicht mehr viel machen heutzutage. Entweder nee. Das Ding funktioniert oder es funktioniert nicht. Und meistens kommen ja solche Fehler, dass er einfach mal wieder einen Reset braucht, weil schon einfach mal einen Neustart. Ja gut, der ist noch nicht lange eingestellt. Der ist kurz eigentlich kurz bevor ich dir geschrieben habe, habe ich den eingestellt. Schaltest du den tagsüber aus, oder was? Wenn ich ihn nicht brauche, schalte ich ihn aus, ja. Ah, ja. Ja, meine läuft 24 Stunden, weil er immer gebraucht wird. Ja gut, du wohnst ja auch nicht alleine. Im Moment, jedenfalls. Ich wohne ja alleine, wieso sollte ich den immer eingeschaltet haben? Wenn ich ihn nicht brauche, dann läuft er auch nicht. Na gut, dann machen wir einen Neustart und dann hoffen wir mal, dass es besser wird. Ich hoffe mal eher, dass ich gerade hier mal einen Test mache, aber der sieht gerade auch wieder grottig aus, ja. Aber ja, ich kann mal neu starten. Da beende ich halt den Stream mal kurz.